Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV, unserem Kanal für den Optionshandel hier auf YouTube. Und jetzt auch in diesem Video geht es wieder um eine Frage aus unserer Facebook-Gruppe, nämlich was soll man machen, wenn man einen größeren Rückgang in den Aktienmärkten erwartet? Also, eine sehr interessante Frage in unserer Facebook-Gruppe wieder, und zwar wurde folgendes Szenario vorgestellt, nämlich was sollte man denn tun, wenn man jetzt etwas längerfristig betrachtet, also ungefähr bis Ende des Jahres, also aber auf jeden Fall noch in 2016 einen wirklich größeren Einbruch in den Märkten erwartet. Die Fragerin, in dem Falle also eine Frau, super, ne? Es ist immer toll, wenn Frauen mitmachen. Es kann natürlich auch sein, es ist nur ein Nickname auf Facebook und dahinter steckt dann ein Mann, hatten wir auch schon mal. Falls es doch eine Frau ist, dann besonders Daumen hoch. Hat folgendes Szenario gemalt, und zwar sie erwartet, dass der S&P nochmal sehr deutlich einbricht, auch der DAX. Und um jetzt mal beim S&P zu bleiben, der zuletzt so im Bereich 1950 etwa war, dass der durchaus bis in den Bereich von vielleicht 1200 fallen könnte. Und jetzt haben wir ja die Situation, wir haben momentan eine relativ niedrige Volatilität, und jetzt waren insgesamt 4 Szenarien vorgestellt, was man machen könnte oder zur Diskussion gestellt, und ich möchte mir mal 2 davon herausgreifen, nämlich zum einen, dass man sagt, man könnte ja einen Call verkaufen, entweder einen länger laufenden Call oder auch einen kurz laufenden Call, zum Beispiel eben bei der 2200, und dann hätte man ja einen relativ sicheren Trade, aber natürlich der Gewinn ist sehr beschränkt, weil aufgrund der niedrigen Volatilität, wir bekommen kein Geld für die Calls derzeit, also selbst wenn man jetzt eine länger laufende Option nimmt, wird man nicht viel mehr als 100 oder vielleicht 200 Dollar dafür bekommen. Und man hat natürlich das Risiko, dass wenn der Markt einfach nochmal nach oben geht, dass man dann tatsächlich hier nochmal ganz schön unter Druck kommt, weil man eben nicht die Chance hat, großartig zu rollen. Gerade wenn man schon eine länger laufende Option hat, ist das eben ein wenig schwierig. Und deswegen muss ich auch von meiner Seite aus sagen, also wer jetzt darauf spekuliert, wir wissen ja alle nicht, wohin sich die Märkte entwickeln, das ist alles so ein bisschen Glaskugelleserei, aber wenn ich eben eine Meinung habe, dann versuche ich sie entsprechend umzusetzen, aber wenn ich eben jetzt die Meinung habe, dass die Märkte nach unten gehen und auch sehr deutlich nach unten gehen, dann ist der Verkauf eines Calls vielleicht eine sichere Methode, aber natürlich auch nichts, mit dem man sehr viel Geld wird verdienen können. So. Die andere Variante, die zur Wahl gestellt wurde, war, dass man einen Put kauft. Und jetzt haben wir natürlich erstmal mit dem Kauf eines Puts eine durchaus interessante Situation, weil dieser Put würde ja, sollten die Märkte tatsächlich nach unten gehen, würde das natürlich von einem Anstieg der Volatilität begleitet, und dieser Anstieg der Volatilität würde sich natürlich auf jede long gehaltene Option sehr, sehr positiv auswirken. Wir wissen ja, ansteigende Volatilität lässt Optionspreise steigen. Also so gesehen ist der Kauf eines Puts, wenn ich so ein sehr bärisches Szenario habe, durchaus eine gute Variante. Allerdings, jetzt waren so ein paar Zahlen vorgegeben, und unter anderem, dass man eben sagt, ich kaufe jetzt beispielsweise eine Dezember-Option an einem sehr niedrigen Strike, weil die kostet ja nicht viel. Also beispielsweise einen 1200er Put. Der Markt ist bei 1920, 1950 ungefähr. Ich kaufe einen 1200er Put, weil ich die Erwartung habe, dass es darunter geht. So, und das ist natürlich problematisch, weil gehen wir mal vom letzten Tag aus. Also das heißt, wir haben Verfall, dritter Freitag im Dezember. Wir haben einen 1200er Put. Wann wird dieser Put uns Geld bringen? Der wird uns nur dann Geld bringen, wenn der Markt am Verfallstag im Dezember bei unter 1200 steht. Ne? Weil wir wissen ja, ein Put berechtigt den Inhaber dieses Puts bei 1200 zu verkaufen. Das heißt also, sobald der Markt oben drüber steht, macht das wirtschaftlich keinen Sinn. Der Put wird wertlos sein. Und das bedeutet, damit wir wirklich Geld verdienen mit so einem weit aus dem Geld liegenden Put am Verfallstag, müsste der Markt schon deutlich tiefer liegen als diese 1200, und zwar wie viel tiefer? Mindestens so viel, wie wir jetzt bezahlen, weil das, was wir jetzt bezahlen, der ist ja weit aus dem Geld, ist reiner Zeitwert, also das heißt Hoffnung. Und diese Hoffnung muss er ja erstmal verdienen, das heißt, er muss deutlich unter 1200 sein.
Wenn ich also erwarte, dass zum Beispiel der, dass die Option auf, oder der, Entschuldigung, der Markt auf 1200 fällt, dann nützt mir ein 1200er Put überhaupt nichts, weil der wird trotzdem wertlos verfallen. Das heißt, das scheidet schon mal aus. Jetzt weiß ich aber natürlich, warum so ein 1200er Put gewählt wurde, weil der natürlich sehr günstig ist. Der kostet eben tatsächlich nur vielleicht 100 oder 150 Dollar. Und wenn der Markt sich auf den Weg nach unten macht, dann kann der natürlich von einem Volatilitätsanstieg profitieren, auch von dem ansteigenden Delta. Und der hat natürlich, weil er so eine lange Laufzeit hat, momentan noch wenig Zeitwertverlust. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Trade, der eine sehr, sehr geringe Gewinnwahrscheinlichkeit hat. Ich weiß es nicht genau, wie das Delta eines solchen Puts aktuell ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht bei 5 liegt. Das heißt, wir haben eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass am Verfallstag der Markt dort sein wird. Bedeutet, wir haben eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass er nicht da sein wird. Und deswegen bin ich überhaupt kein Fan von diesen weit aus dem Geld liegenden Puts. Weil mit solchen Puts kann man im Grunde nur in einer einzigen Situation Geld verdienen, nämlich dann, wenn der Markt wirklich in ganz kurzer Frist regelrecht kollabiert. Das heißt, der müsste jetzt nicht mal auf 1200 fallen, aber wenn der jetzt, wir sind, wie gesagt, ich wiederhole es mal kurz, bei etwa 1920, und wenn der Markt eben jetzt innerhalb von 3, 4, 5 Wochen mal 300, 400 Punkte einbrechen würde, auf 1500 vielleicht, dann würde natürlich so ein Put extrem anspringen, ne? Weit aus dem Geld, großer Hebel, und dann könnte es schon sein, dass sich so ein Put mal vervierfacht, ne, oder verfünffacht, vielleicht sogar mal verzehnfacht. Dann muss aber tatsächlich sowas passieren, wie im August letzten Jahres oder wie beispielsweise im Januar diesen Jahres, also hier Anfang 2016. Passiert das Ganze nicht, sondern bröckelt der Markt so langsam ab, dann wird dieser Put keinerlei Anstieg hinlegen, weil er einfach viel, viel zu weit weg ist. Das heißt, wir haben hier eine Situation, deswegen hat er ja auch bloß ein Delta 5, weil es eben wirklich nur ganz wenige Fälle gibt, wo er Geld verdienen wird. Und deswegen würde ich also nicht raten, so einen Put zu kaufen. Jetzt habe ich schon mal gesagt, was nicht unbedingt sinnvoll ist. Der Verkauf des Calls ist nicht sinnvoll, der Kauf des Puts in der Art ist nicht sinnvoll. Was kann man nichtsdestotrotz machen? Wenn ich so ein bärisches Szenario habe und sage, okay, ich erwarte, dass der Markt fällt, dann würde ich Folgendes tun, nämlich ich würde erstmal warten, dass mir der Markt wirklich ein Verkaufssignal gibt. Solange der Markt immer noch weiter nach oben steigt, macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt Puts zu kaufen. Natürlich sind diese Puts billig, aber sie sind ja auch deswegen so billig, weil nichts im Markt da ist, also weil keine Absicherungsbedürfnis da ist, weil keine Volatilität da ist. Jetzt kann es ja aber durchaus sein, der Markt steigt noch 3 Monate oder er läuft 3 Monate seitwärts. Und wenn ich dann schon einen Put billig gekauft habe, dann kann es durchaus sein, dass der noch billiger ist, denn er verliert Zeitwert und die Volatilität kann durchaus noch weiter runtergehen. Sie ist sehr niedrig, aber es gibt keine Untergrenze, das heißt, sie kann durchaus noch weiter fallen. Das heißt, Nummer 1 würde ich versuchen, eine Timing-Komponente hineinzubringen. Ich muss also warten, bis der Markt mir ein ganz klares Verkaufssignal gibt. Das kann jetzt ein technisches Verkaufssignal sein, das könnte sein, wenn die Volatilität anzieht, aber ich glaube, so mit reiner Charttechnik kommen wir dem Ganzen am nächsten. Eine 1, 2, 3 Umkehrformation, eine alte Unterstützungslinie wird gebrochen, dieser sehr, sehr schnelle Aufwärtstrend momentan wird gebrochen, irgendetwas in dieser Art und Weise. So, weil damit umgehe ich erstmal dem Risiko, dass ich jetzt etwas kaufe und in 3 Monaten, 4 Monaten passiert trotzdem nichts. Das wäre also Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, was kaufe ich dann? Und hier muss ich jetzt ganz einfach in den sauren Apfel beißen und muss sagen, wenn ich einen Put kaufe, und wir wissen, diese Katastrophenputs extrem weit weg, die verdienen nur in allerwenigsten Fällen Geld, dann muss ich im Grunde einen Put kaufen, der viel weiter vorn liegt. Das heißt also, ich muss einen Put kaufen, also nicht weiter vorn, sondern weiter am Geld liegt. Dass der also am Geld ist, nur minimal aus dem Geld, ne? Also dass der eher ein Delta von 50 hat, vielleicht sogar leicht im Geld ist. Und das könnte man machen und dann, man dann zum Beispiel sagt, okay, ich kaufe jetzt einen Put am Geld mit einer längeren Laufzeit, der kostet natürlich dann Geld. Der ist nicht mehr für 100 Dollar zu haben, sondern der kostet dann vielleicht auch mal 1000 oder 2000 Dollar. Und dann könnte ich aber hergehen und könnte versuchen, das ein wenig zu gegenfinanzieren, nämlich indem ich beispielsweise sage, ich verkaufe dann immer kurzlaufendere Puts,
Dann habe ich halt immer so quasi einen Bear-Put-Spread. Ne? Ich habe einen langlaufenden Put-Long und verkaufe immer kurze Puts, die ein bisschen darunter liegen. Dagegen ist risikolos, diese neuen Puts, die ich dann verkaufe, generieren mir aber ein bisschen Geld und reduzieren damit meine Prämie, die ich oben habe. Das ist aber die einzige Variante, die aus meiner Sicht heraus für die meisten von uns Sinn macht. Und wem eben jetzt der SPX oder die S&P Mini Future Optionen zu teuer sind, der könnte ja zum Beispiel auf die Spider Optionen zurückgreifen, SPY, weil die sind relativ günstig und da kann man auch mit kleinem Geld etwas bewegen. Grundsätzlich muss man allerdings sagen, der Kauf von Put Optionen, so schön wie das auch immer klingt in den ganzen Lehrbüchern, in der Realität wird man damit nur relativ selten Geld verdienen, weil man muss eben wirklich das Timing sehr, sehr genau beherrschen. Die Szenarien müssen ganz genau eintreffen und wir wissen doch alle selbst, wir liegen oftmals mit unserer Erwartungshaltung richtig, dass sagen, die Märkte gehen nach unten, aber der Weg dahin ist oftmals nicht so der, den wir uns vorstellen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht heraus wesentlich besser, nicht auf diesen Einbruch zu spekulieren, sondern zu sagen, warten wir doch ab, ob der Einbruch kommt. Und wenn er dann kommt, dann handeln wir die Erholung. Weil dann haben wir die beste aller Welten für Optionsverkäufer. Wir haben Angst im Markt, das bedeutet extrem hohe Volatilität. Wir können dann sehr, sehr teure Put-Optionen verkaufen, deutlich unterhalb des Preises. Also wenn sollte wirklich mal angenommen der Preis des S&P auf 1200 fallen, dann könnten wir wahrscheinlich Puts verkaufen bei 600 und würden richtig viel Geld dafür bekommen und hätten einen Puffer von 50% nach unten. Und das, glaube ich, macht viel mehr Sinn, wenn alle anderen panisch werden, dass wir dann sagen, wir machen etwas, als jetzt zu sagen, ich bin derjenige, der quasi hier den ersten Stein wirft und hofft, dass der Markt nach unten geht. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder wenn ihr auch eigene Erfahrungen habt mit diesem Thema Kauf von Puts, Spekulation, wenn es nach unten geht oder warten wir lieber ab, bis es unten ist, dann schreibt mir das in die Kommentare hier unterhalb. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal, diskutiert und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns. Servus, macht's gut.